So, Snake Man ist unser letzter Mann im Stall. Der Grüne eben zum Schluss. Der Grüne ist die Hoffnung. Oh ja, die Musik ist auch geil. Ich erinnere mich. Die Musik war auch sehr nice. Aber ich muss mich leider, so dumm es auch ist, erstmal wieder in den Tod stürzen lassen. Denn mit null Leben und null Energietanks will ich nicht unbedingt in die Sache reingehen. Wir können uns ja schon mal einen ersten Eindruck verschaffen, wie die Stage so ist. Ja, komische Springdinger, Schlangenköpfe. Boah, da hätte ich jetzt fast den kompletten ich hab sogar den kompletten ersten Abschnitt geschafft, ohne drauf zu gehen. Aber hier bei den drei Dingern ist dann auch Schluss. Na gut. Dann werde ich jetzt mal sogar auf Continue gehen. Wahnsinn, ich hab's mal hinbekommen und nicht auf Stage Select zu gehen. Okay, hier sind wir. Oh. Wow, okay. Wow. Was? Wo kommt das Ding denn? Wo kommt das Ding bitte her? Das kam da aus heiterem Himmel einfach runter, das eine Teil. Boah. Das ist ein bisschen komisch, was Digga da. Was soll das überhaupt darstellen? Ich verstehe das gar nicht. Was hat das mit Schlangen zu tun? Wir haben so gedacht, oh, wir haben diesen Gegner noch nicht benutzt in unserem Spiel, machen wir mal hier rein. So. Oh ja. Riesenschlangi. Wow. Der Riesenschlange hat doch einiges zu sagen anscheinend. Aber das war doch schon. Okay, jetzt gucken wir hier noch verkehrt rum. Yay! Genau das wollte ich machen, genau das. Das und nichts anderes. Ja, jetzt brauche ich die Lebensenergie auch nicht. Habt ihr gehört, das war ein Nebengeräusch, das heißt, ich habe den Versuch, den ich gerade eben verschwinde und habe wieder reinbekommen, wie nett. So. Zum Glück können die nicht wirklich steuern, wo sie hinspringen, das heißt, es ist sehr einfach zu bestimmen, wo sie landen werden. Der kann nicht gezielt auf mich draufspringen. Ja? Gut, wir haben uns von jedem Schrankkopf einmal treffen lassen, das ist doch schön. Damit sich keiner benachteiligt fühlt. Finde ich nicht nett. Boah. Ey, der stellt mich schon wieder an wie so ein aufgeplatzter Kuchen. Oh, da einfach. Boah, was ist denn das? Das ist die ultimative Stage, bei der ich aufs Maul kriege hier. Wirklich. Aber dafür bekommt man hier auch eine ganze Menge Energie zurück, wie nett. Das ist aufmerksam, das finde ich sehr gut. Vielleicht ahnten sie schon, dass man eine Menge Schaden nimmt bei der Stage und bin. Deswegen bin ich halt doch nicht so schlecht, wie ich dachte. Geil. Geil. Kommt denn, dann macht er das gleich noch. Boah. Oh. Okay, gerade kann ich die Frame-Brüche tatsächlich so ein bisschen ausnutzen. So, nichts weg hier. Unser Hammermann. Der passt jetzt farblich auch endlich mal zur Stage. Das ist doch geil. Ich sollte dringend aufhören, geil zu sein. Das heißt, das dritte Mal in einer Minute oder so. So schön ist das Wort jetzt auch nicht. Okay, welche Richtung ist besser? Ich würde ja fast sagen links, weil man da den Gegner auf jeden Fall besiegen muss, um da hinzukommen. Boah. Hallo? Achso, man kann ihn schießen, man kann ihn noch schießen, wenn das Auge offen ist. Jetzt sehe ich das erst. Gut, letzte Stage von den 8 Bossen. Und jetzt sehe ich endlich mal, wie dieser Gegner funktioniert. Also, wann er verwundbar ist. Der längste Kampf aller Zeiten ist nicht gegen einen Boss, sondern gegen diesen Gegner hier. Danke. Und hatte ich recht mit meiner Vermutung, ich hatte. Was? Was? Was ist das? Das ist interessant. Da fällt mir übrigens was auf gerade. Wenn ich diese Rush-Teile gerade so sehe, mit der Marine hätte ich bestimmt bei der einen Stage, mit wo man so ins Wasser getunkt ist, einfach mich durchschlagen kann. Was ist denn das jetzt hier? Okay, das ist random, das ist bestimmt random, was ich bekomme. Gerade habe ich also ein Leben bekommen und ein bisschen Energie. Das ist ja ganz cool. Ey, geil, ne? Ey, geil. So. Ich finde das zweimal geil gesagt. Meine Güte! Haben wir
wir das Ganze hier nochmal. Das habe ich auch vorhin schon so gut gemacht, deswegen dachte ich mir, ich müsste das jetzt nochmal machen, diesen Gegner. Oh, diesmal war er besser. Also diesmal ist es besser geklappt. Ja, oh. Please. Aber die sind machtlos, sobald sie einmal gesprungen sind, dann haben sie nichts mehr, womit sie angreifen können. Außer mit sich selbst natürlich, entschuldigt. Dann wie konnte ich das nur vergessen? Hier. Mach mal. Geht's doch. Achso, ich kann ihn jetzt selbst. Wow, wie geil ist das denn bitte? Das ist ja mega OP. Ich kann selbst steuern, wie er sich bewegt. Dumm. Damit kann ich ja mega viel skippen, wenn ich auch noch steuern kann, ob er hoch und runter soll. Über Gebäude dann. Über Gebäude und sowas komme. Wie cool. Hey, kleine Spinni! Ja, tschüss. Die Marie würde ich auch gerne mal irgendwann benutzen, aber. Ja. Nope. Sehe ich gar nicht erst ein. Bin jetzt. Mach jetzt den Pussy-Mode, so sieht's mal aus. Pussy-Mode! Aber der geht gleich aus, der Pussy-Mode. Ich sehe es doch an der Energie, die geht gleich aus. Okay, ich sollte hier runter. Nein! Ich habe zu viel gewollt, ich habe zu viel riskiert. Ich wollte eigentlich auf dem Gebäude davor landen. Aber natürlich, natürlich musste ich klein beigeben. Und jetzt habe ich den Salat. Jetzt habe ich wieder den Waschjet voll. Noch. Ja, super. Noch kann ich jetzt nicht. Ich verkeile richtig scheiße. Moment. Ich muss das jetzt auch noch hinkriegen, so, ne? Ja, geil! Das ist doch nicht zu fassen, ey. Kann man den Sprung echt so schaffen? Das glaube ich ja fast gar nicht. Moment. Ja, was verpisst euch? So. Wow. Mit dem Ding geht's tatsächlich. Was hier? Hier ist doch gar nichts. Wo soll ich denn da hochrollen? Hallo? Gehst du mal bitte weg? Hallo? So. Oh ne, jetzt muss ich die Stelle auch noch so meistern. Das will ich doch gar nicht. Was muss das sein? Macht das überhaupt was? Nö. Weil das hier macht, weil das kommen so Wolken raus. Und ich kann mich erinnern, dass die ziemlich eigensinnig waren und die Szene einfach runtergefallen sind, weil die eigentlich so nach links und rechts drängen teilweise. Oh Gott, das sind irgendwelche Torpedos da drin. Schlimm. Schnell weg da, bevor das. Bevor die mich runterwerfen. Ich sehe das doch kommen. So immer hochspringen, sobald die kommen, sobald. Damit sie eigentlich wegdrängen und geht. Genau, das passt doch ganz gut bisher. Du kannst da gerne machen, was du willst. Du kannst mich nicht gerne runterschmeißen, machst du trotzdem bei dem nach SO und war das jetzt das. Das ist jetzt bestimmt mein letztes Leben. Geil. Warum will ich jetzt überhaupt weitermachen? Dann werde ich den Endboss wahrscheinlich verkacke. Yay. Die letzte Stage ist nochmal eine, die mich richtig so weiß wird bringen, fühle ich. Irgendwo schon. Ja. Kommt gleich noch einer, weiß ich noch. Boah. Okay, einfach hinnehmen. Es bringt nichts, sich aufzuregen. So mache ich das trotzdem im gesamten Let's Play, aber man kann ja auch mal gucken, ob das auch anders geht. Ich habe echt so ein bisschen Bammel. Ich weiß, dass sie irgendwas ganz Dummes machen, diese Wolken. Ich weiß das. Ich habe das wirklich im Hinterkopf. Wie jemand einfach runtergefallen ist, weil sobald er auf der Wolke stand, er einfach nach links vom Bildschirm gedrängt worden ist. Das war total seltsam. Deswegen passe ich hier besonders auf. Ich weiß ja das. Ist hier irgendwas. Warum warten wir? Ja, ich schneide für euch, keine Sorge, ich schneide für euch, ihr verpasst ihr nichts. Beziehungsweise wie ich halt. Ja. Hoho! Das ist freundlich. Das nehme ich gerne an, das Geschenk. Ach so, deswegen war die Leiter hier. Ich komplett vergessen, dass da Lebensenergie drauf war. Cool. Aber jetzt wollen wir doch dann gleich mal schauen, wie es ist, wenn ich den voll aufgeladen. Ja, danke. Wenn ich den voll aufgeladenen Rush Jet benutze, um von hier aus zu fliegen. Das müsste doch eigentlich einigermaßen passen von der Entfernung, oder? Hoffen. Nein, wird nicht ganz reichen, auf keinen Fall, aber ich kann zumindest ein gutes Stück skippen damit. Okay, das war nicht so schön, aber passiert halt so.
doch, doch, doch. Das reicht komplett eine ganze Runde aus. Geil. Moment, was ist das? Egal, Shuriken. Ich glaube, das ist sogar die Waffe. Ich versuche mich immer so zu erinnern, was ist gut, was ist nicht gut. Ist das die Waffe? Nein, oder? Nee. Sieht nicht danach aus. Sieht nicht danach aus. Moment. Was ist das? Needles. Ich glaube, Needle war gut. Scheiße. Aber ich glaube, Needle ist es. Wir haben noch einen Energietank dann zur Not, falls das alles nicht so klappt, wie ich will. Ich meine, die Needles waren es. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Nein, ich muss auch treffen. Ja, ist richtig. So, ja. Der Kampf ohne Mega Man zu schaffen. Puh. Und da spielt er einfach voll gegen die Decke. Damit er sich seinen Kopf noch anschlägt. Die Snakes bekommen. Boah, was haben wir? SN, SP und SH untereinander. Wow. Research Snake. Wenn man das abkürzen will mit SS. Oh oh, böse, böse. Was soll ich euch sagen? Beim nächsten Mal die Whitey Stages. Was ist das jetzt? Das macht mir Sorgen. Was soll das bedeuten? Das beim nächsten Mal, Freunde. Das beim nächsten Mal. Das war Mega Man für diese Runde. Ich habe einen Energietank noch. Den kann ich hoffentlich gut gebrauchen.